Oh mein Gott, Leute, es ist wirklich passiert. Der Sergeant Grünklee ist wieder da. Mein heißgeliebter Skin ist wieder zurück im Photoshop für alle kaufbar. Außerdem haben wir noch richtig viele krass weitere Sachen drin. Neuer Skin, neue Hacke, neuer Emote, neue Backpack, neue Lackierung, richtig krasse neue Items. Also heftigster Shop seit langem. Und ja, ihr seht schon hier, der Sergeant Grünklee, mein heißgeliebter Skin, ist wieder zurück im Fortnite-Shop. Mega geiler Skin, zudem auch extrem selten, ist heute wieder für alle Leute kaufbar. Und ich habe mir gedacht, jo Leute, da das ja eh schon so quasi mein Skin ist, verschenke ich den heute auch gleich 10-mal an meine Community. Und zwar machen wir das heute mal wieder über Instagram. Das haben wir echt schon eine Weile nicht mehr gemacht. Heißt also, wenn ihr den Skin heute hier gewinnen wollt, dann müsst ihr einfach nur kurz in den Fortnite-Shop gehen, auf den Sergeant Grünklee hier draufklicken und dann ein Foto mit eurem Handy machen, wie hier auf der linken Seite steht, mit diesem Kaufunterstützer Snoxy, wie hier also Snoxy eingetragen ist beim Sergeant Grünklee. Davon macht ihr einfach ein Foto mit eurem Handy und schickt mir das Foto auf Instagram, zum Beispiel als private Nachricht oder verlinkt mich einfach drauf. Ich heiße auf Instagram Snox, könnt mir auch gerne dort folgen, falls ihr es noch nicht macht. Also wir einfach nur ein Foto machen, wie hier Snoxy als Creator eingetragen ist und mir das auf Instagram schicken. Alle Leute, die mir dann bis heute Abend dieses Foto geschickt haben, nehmen automatisch am Gewinnspiel teil und könnt ihr den Skin gewinnen. Also keine Sorge, selbst wenn ich es nicht schaffe, euer Foto anzuschauen, nehmt automatisch teil, habt die gleichen Gewinnchancen wie jeder andere. Also ja, sendet mir unbedingt das Foto, wenn ihr da heute den Skin hier kostenlos haben wollt. Außerdem haben wir noch die Hacke drin von dem Skin, und zwar den Goldtopf vom Grünklee-Set. 1200 V-Bucks kostet die, ist also relativ teuer, aber auch die war jetzt extrem selten und ich finde, sie passt halt auch echt gut zu dem heutigen St. Patrick's Day. In dem Sinne auch nochmal frohen St. Patrick's Day euch allen. Hier, so hört sie sich an. Heute beides erst wieder drin, war jetzt fast ein Jahr lang nicht mehr im Shop verfügbar. Also extrem heftig, dass der jetzt hier wieder zurück in den Fortnite-Shop gekommen ist. Ich bin ein bisschen traurig, aber ich sag mal so, ich habe ja damit gerechnet und ich finde es jetzt auch nicht schlimm, dass der zurückgekommen ist. Machen wir aber weiter, nämlich auf der linken Seite. Die gehe ich ganz schnell durch. Ich denke mal, das interessiert heute kaum jemanden. Die beiden neuen Skins, die gestern rauskamen und natürlich die Hacke hier. Zack, hören wir uns mal kurz an. Genau, das ist das Set von gestern. Heute relativ uninteressant. Was dafür natürlich interessant ist, ist einmal der neue Skin. Glücksrase heißt der. Der Skin selbst ist, finde ich, nicht so geil. Dafür ist der Backpack umso heftiger. Also den Skin werde ich mir hier vor allen Dingen nur wegen dem Backpack holen. Den Skin selbst werde ich, glaube ich, nicht so häufig spielen. Aber ich finde den Backpack einfach mega, mega heftig. Auch hier ist so ein kleines Einschussloch drin. Richtig geiler Skin. Der, also, beziehungsweise richtig geiler Backpack. Deswegen werde ich mir den auf jeden Fall holen. Dazu haben wir noch eine neue Hacke. Die werde ich mir, glaube ich, eher nicht holen. Da würde ich mir eher die teurere Hacke holen. Die schaut einfach geil aus. Mir ein bisschen zu groß und der Sound ist jetzt auch nicht geil. Lohnt sich da in meinen Augen eher nicht. Da haben wir heute auf jeden Fall geilere Sachen drin, wie zum Beispiel halt den Sergeant Grünklee. Den kann man sich auf jeden Fall holen, Leute, falls ihr den noch nicht habt. Ich denke mal, der wird jetzt auch für eine Weile nicht mehr im Shop sein. Wahrscheinlich bis zum nächsten Jahr. Also, falls ihr heute die Chance habt, holt euch den unbedingt. Und natürlich gerne mit dem Creator-Code Snoxy. Ist ja quasi mein Skin, Leute. Mein schöner, heißgeliebter Skin ist wieder für alle im Shop. Aber, jo, ich find's ja okay, ist ja nicht schlimm. Benutzt gerne Creator-Code Snoxy heute bei meinem Skin, wenn ihr euch den kauft. Wäre auf jeden Fall sehr ehrenhaft. Kommen wir schon zur rechten Seite. Spielspezialistin haben wir schon eine Nummer gehabt. Muss ich auch, glaube ich, nicht groß viel zu sagen. Ist ganz in Ordnung. Dafür haben wir heute aber noch einen neuen Emote drin, nämlich den Dublonenregen. Ich drehe ihn mal so ein bisschen von allen Seiten. Einige wird es sicherlich an diesen Geldscheinregen erinnern, wo man ja auch so diesen Money Rain hat, wo man das Geld durch die Gegend wirft. Jetzt halt mit so kleinen Goldmünzen. Ja, ist ein bisschen unkreativ. Ich muss sagen, ich hätte da einige Ideen gehabt, hätte ich bei Fortnite gearbeitet. Ich hätte gesagt, jo, wir lassen hier hinten so einen kleinen Goldtopf noch spawnen. Meinetwegen mit so einem Regenbogen dran und so einem grünen Effekt noch dazu. Da hätte man so viel mehr machen können. Verschenktes Potenzial in meinen Augen. Ich werde mir aber trotzdem holen, weil ich ja alle Emotes sammle. Aber in dem Fall, glaube ich, lohnt sich das eher weniger. Dann haben wir noch eine neue Lackierung drin. Finde ich in Ordnung. Ich muss leider sagen, ich warte immer noch auf die Magma-Lackierung. Ich glaube, die wird richtig heftig. Die ist hier in Ordnung. Die meisten Vorteil-Lackierungen sind bisher noch nicht so geil. Ich warte immer noch auf die richtig heftigen Waffenskins. Ich hoffe, da werden einfach mal richtig geile Waffenskins noch kommen. Zum Beispiel halt so ein animierter Waffenskin wie jetzt der Magma-Skin oder halt wirklich einfach mal so custom-designte. So ist es halt einfach nur so ein Muster drüber gelegt. Das sieht halt relativ lame aus. Also ich würde es jetzt nicht so unbedingt empfehlen. Ich hole es mir mal, um es halt auch mal in den Streams zeigen zu können. Dann haben wir noch die Geistspitzhacke. Immer noch eine ziemlich geile Hacke. Spiele ich gern. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Super Beinarbeit noch.
Ja, auch ein ganz lustiger Tanz, passt, finde ich, auch ganz gut zum St. Patrick's Day. Und im letzten Slot des heutigen Tages haben wir dann einen neuen Backpack drin, und zwar die Glücksmünzen. Das ist so ein kleiner Topf mit ein paar Goldmünzen drin, passt gut zum neuen Mode. Wow, okay, man kann ja richtig krass ranzoomen, das hat sich ja richtig gelohnt hier. Also ja, 200 V-Bucks kostet er. Ich finde ihn in Ordnung, man sieht vielleicht, das ist schon so ein bisschen, der hat so einen kleinen Schein, also es schimmert oben, es leuchtet so ein bisschen. Ja, für 200 V-Bucks auf jeden Fall in Ordnung, passt halt gut zu dem neuen Skin, vor allen Dingen zum Sergeant Grünkleid. Passt der auf jeden Fall. Deswegen werde ich mir den auch holen. Ich würde sagen, den und den Sergeant Grünklee werde ich auf jeden Fall empfehlen. Und ach ja, ich denke mal, ich werde den auch gleich 10-mal mitverlosen. Also zum Sergeant Grünklee gibt es heute quasi 10-mal diesen Topf, diese Glücksmünzen hier. Gibt es heute direkt 10-mal dazu. Also, falls ihr den gewinnen wollt, zusammen halt mit dem Sergeant Grünklee, verschenke ich gleich 10-mal. Einfach nur kurz in den Fortnite-Shop gehen und dort Snoxy als Creator eintragen und dann ein Foto davon machen mit eurem Handy, wie hier mit diesem Kauf unterstützt Snoxy steht. Davon einfach ein Foto mit eurem Handy machen und mir auf Instagram schicken. Auf Instagram heiße ich Snox, gerne als private Nachricht oder mich drauf markieren. Alle Leute, die das bis heute Abend gemacht haben, die können dann da teilnehmen. Ich werde das auf Instagram auch auflösen, das ganze Gewinnspiel hier. Also schaut dort gerne mal vorbei. Da heiße ich, wie gesagt, Snox. Und jo, das war's dann schon zum heutigen Fortnite-Shop. Echt mal ein richtig heftiger Shop heute. Ihr könnt gerne mal rechts oben abstimmen, wie ihr den so fandet. Also top oder flop. Wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr neu seid, könnt ihr gerne jetzt noch abonnieren. Dann würde ich sagen, habt noch einen entspannten Tag. Auf die Endcard nenne ich euch noch ein Video von letztens ein. Also, falls ihr das noch nicht gesehen habt, klickt mal hier drauf, ging um ein kleines Update. Ja, dann würde ich sagen, hören wir uns dort. Viel Spaß damit und bis dann. Tschüss!